Moin miteinander. Ich finde auch, wie wir E-Stop-Ingang, was uns Jugendfeuerwehr für den Umweltschutz da. Dann, wie wir davon erzählen, was an uns HTG, an uns Schau und Ilofen für Plattdeutsche gemacht wird. Und dann geht es um das erste Thema, nämlich um den Wolf in Ilo. Wie staunt ihr nun in Feuerwehrhaus in Ilofen? Thema steht Lisa Voss. Moin, Lisa. Moin. Du bist mit Feuerwehr hier in Ilofen, genau. Und du kümmerst dich aber vor allen Dingen auch um die Jugendfeuerwehr. Ne? Genau, ich bin stellvertretende Gemeindejugendwarte. Genau, und auch in der Funktion hast du dir um eine besondere Aktion kümmert, die jetzt leert Sautedach wäre. Genau. Was hast du da gemacht? Wir hatten Tag des Umweltschutzes in Simonswolde, haben wir das diesmal gemacht. Ja, und was hast du da so für und was wollt ihr da gemacht? Ja, eigentlich wollten wir eine Blühwiese machen, Nistkästen für die Vögel aufhängen und wir wollten ein bisschen Müll sammeln beim Dorfplatz und am Sandwater hoch. Mhm. Genau, das war der eigentliche Plan und dann kam der Schnee. Ja, schlecht Wetter sozusagen. Genau, schlecht Wetter. Da war mit Müllsammeln nicht mehr so viel, weil sehen konnte man nicht viel davon. Und deswegen haben wir uns überlegt, statt der Blühwiese und Müllsammeln haben wir ein paar Meisenknödel aufgehangen und die Nistkästen dann. Ja, und das ist uns auch vor der Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr, sich auch kümmert. Thema genau. Umweltschutz ist auch durchaus ein Thema. Mhm. Ja, genau. Ja. Und wir haben in Aal 5 Wehren, Herr wie Jugendfeuerwehren mittlerweile, und die haben auch Aal mitgemacht. Genau, die waren alle dabei. Nächstes Jahr gehen wir dann zu einem anderen Standort, zum Beispiel in Ochteburg, den Dorfplatz, machen den wieder schön und dann geht eine kleine Gruppe nach Simonswolde, macht das Gleiche dann noch einmal, Nistkästen einmal ausleeren, die dann bewohnt worden sind hoffentlich und dann das Aalwerbstehe ist. Das Aalwerbstehe. Und ein paar sagen, hey, nun nicht schafft, siehst du, hauen die das vielleicht noch nach? Oder? Ja, ich denke, dass wir das dann nächstes Jahr in Angriff nehmen. Dieses Jahr haben wir noch so viele Termine mit der Jugendfeuerwehr tatsächlich, dass es schwierig wird, das dazwischen zu bekommen. Mhm. Im Moment jedes Wochenende etwas, wo wir dann alle hinterher müssen. Ja. Deswegen werden wir das wohl auf nächstes Jahr dann verschieben. Ja, hier kommen ja um halbes sagen, was ist so das nächste Gote, wo ihr 8000 sind? Gibt es nochmal ein Zeltlager oder so? Genau, dieses Jahr ist nochmal Zeltlager in Hage von der Kreisjugendfeuerwehr. Da sind ungefähr 800 Teilnehmer. Ja. Und da werden wir auch mit allen 5 Jugendfeuerwehren dran teilnehmen. Ja. Und kann man ungefähr sagen, wofür Jugendliche in uns Jugendfeuerwehren hier in Gemeinde Ilo sind? Das sind im Moment um die 70 bis 80. Ja. Also das variiert, weil es kommen ja stetig welche neue von der Kinderfeuerwehr dazu. Da haben wir einen guten Zulauf im Moment. Ja. Ja. Und die Jugendfeuerwehr kommen natürlich einige in die Feuerwehr. Genau, die gehen natürlich auch alle wieder in die aktive. So ja. Ja, schön. Dann wünsche ich dir viel Spaß für die Bio-Aktion. Und hoffe, dass die nächstes Mal betet werden. Ja, danke, das hoffen wir auch. Ja, wir sind hier nur in Schraul in Ilofen in der HTG, aus IGS, gegen mich steht Imke Rieken und Anja Enninger. Die beiden sind Mästerske hier an Schraul. Und hier wäre letztens eine besondere Veranstaltung, wo ich auch in Laun wäre. Was hätt ihr West? Ja, da an Miert haben wir hier den Kreisentscheid von Plattisch-Les-Wettstreet für den Ollkreis Aug. Ja. Da haben hier fand da Schgöljahr auf an Kinderles, bitte da tante Schgöljahr in verschiedenen Ollesgruppen. Und haben Utmarkt, weil die beste ist in Ollkreis Aug. Und der Kinder, die Wunden haben, dürfen nur wieder noch Bezirksentscheid. Ja. Wofür Kinder haben da mitmacht? Wir haben so hochwertig 60 Kinder, die mitmacht haben. Ja. Und 5 verschiedene Schgöllen. Ja. Ja, und ja, das heißt, 5 Schgöllen, das ist ja ein bisschen was. Ja. Aber sind nicht immer Aalschgöllen, das ist ein bisschen verschieden. Nee, wir räumen dort hier ab ja. Für die Sommerferien all. Und dann können die Schgöllen sich melden. Und je nachdem, ob da Kinder sind, die Plattdütsch könnt, machen die mit. Manchmal haben die auch ein AG, was sie, die sie anbieten, wo die Kinder dann üben können. Und Fogtien üben die Kinder aber in Hus mit Ollen, auch mit Oma und Opa. Ja. Genau. Und wofür haben wir von uns HTG mitgemacht? Kann man das sehen? Wir haben uns WPK-Schölles, wofür was denn da? WPK also, WPK hat Wahlpflichtkurs, das ist Jahrgang 7, 8 und 9, die bei uns die Möglichkeit haben, Plattdütsch als Unterrichtsfach auch zu lernen. Und die sind auf jeden Fall mit dabei West. Das waren so um 50 Schölles, die Blut bei uns mitgemacht haben. Und noch ein paar, die das freiwillig gemacht haben in Jahrgang 5 und 6. Ja. Genau. Das ist allerhand. Das ist ganz neu. Und wir haben auch tatsächlich 3 Schgöllis, die wiederkommen sind, die nur mit Bezirksentscheid mitlesen dürfen. Ja, prima. Und da weit mal, wo das ist? Wo? Ja, das wird am 26. Mai an Realschgöll in Aug und gelesen. Das bin ich, das war ich wie Kielauto. Ja, ich weiß, was ich dir zu sagen habe. Ob die 4 Uhr morgen, man darf das nicht mitloben. Ich bin so zum Morgen ins Auto und halte auf. Wenn du so viel hier von HTG da mitmacht haben, dann kann man auch davon ausgehen, dass das nun nicht bloß so zufällig sage, sondern dass die vielleicht halt anders was noch machen hier an HTG, das Thema Platt. Genau, wir sind eigentlich seit 2021 Modellschule für Plattdütsch
Und haben uns in den letzten Jahren tüchtig für Plattdütsch insetzt und dafür insetzt, dass das auch wieder Brotwort und nicht einfach bloß Brotwort, sondern auch in Anwendung wiederkommt. Mhm. Und bei uns gibt es nun sieht, ja, 3 Jahre WPKs, also in Jahrgang 7, 8 und 9, heimlich gehört es die Möglichkeit, das als zweite Fremdsprache anzuwählen. Mhm. Und haben eigentlich eine super Resonanz von den Betrieben auch, wo sie in Praktikum sind und haben gesagt, dass das dat auch ja, so einen großen Bedüden hier bei uns an Schule hat. Ja. Ja, genau. Weil im Beruf brauchen sie das dann doch. Genau, ja. Die Sporkassen sind ganz blöd oder in Eulenpflege sind sie blöd, wenn sie das dort können. Oder ja, ja, auch in Verwaltung. Gibt eigentlich bloß positive Rückmeldungen, dass sie Plattdütsch broten. Ja, wenn man das so feststellt, dass so viele Kinder hier UTHTG mitgebracht haben und auch die Wahlpflichtkurse so belegt sind, was ist Ihre Einschätzung so, ist das mit der Plattdütsche der letzten Jahren ein bisschen mehr geworden mit Kinder oder ist das gleich geblieben, wo kicken die da? Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall mehr geworden. Wir haben auch eine Kooperation mit uns Kindergarten hier, wir haben mal ein Leseprojekt gemacht, haben für die Lütchen mal die Grüffelo für lest und ja, versorgen nicht einfach bloß, dass das uns Schölles hier was angeht, sondern das Platt wäre cool wird. Und die Grotollen und die Ollen finden das richtig cool, dass uns Schölles das können und so, ja, so deit so guck was in die Familien. Sie broten einfach mehr Platt miteinander und dann wird so ein Tätit mit Oma und Opa pflichten, Tätit und Platt. Und das ist eigentlich genau dort, was wir will. Das hat auch in die Oldach, wer trägt und nicht bloß hier als Schulfach ohne Richtwort und bloß ein Test schreiben wird, sondern wie will, dass wir broten, Platz soll, wir cool worden. Und ich glaube, da sind wir nur auf die rechte Part dahin. Ja, das ist wichtig, sonst wird das ja so was Künstliches. Ne? Genau, und dann ist das überhaupt nicht bei uns. Ja, schön. Nee, das ist wichtig. Also ich kenne noch die Tiet für über 50 Jahre, da heide das, die Kinder, dass die Kind platt lernen, die haben auch Sturde in Beruf und in Schule. Aber die Erfahrungen sind halt alles. Ja, genau. Natürlich, das ist gar nicht, ist gar nicht mehr so. Ne? Und das ist ja ganz wohl, wenn die als zweisprachig obwasen können, die Kinder dann Vater oder lauter Lichter noch Englisch, Französisch und alle Fremdsprachen trainieren. Genau, weil Welt, wo Sprachen lernen funktioniert, die kann das auch im Gehirn halt anders aufspeichern. Ja. Und das ist natürlich egal, ob man Plattdütsch lernt oder Französisch oder Latein oder irgendwie was anderes. Ja, und Plattdütsch kann man hier überall proben. Kann man überall proben. Deswegen ist das bei uns auch so ein, hat das auch so einen besonderen Taulob, weil sie sagen, Französisch, Latein, da brauche ich nie weh. Aber Plattdütsch kann ich in mein späteres Berufsleben Gott wer ohne bringen. Ja. Und deswegen haben wir auch, die Kurse sind echt voll und ja, warten wir uns mal wie Schölles auf Wiesen, weil wir nicht so viel Bot in so einem Kurs haben. Ja. Die sind lauten Herr Bühlt hier was platt angehalten. Wir können sicher noch einen Stühlen verkehren. Irgendwann ist dann der Video voll. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Arbeit, die hier für platt mauken. Das ist eine halt wichtige Stellen, die man geben darf. Und wichtig ist natürlich, dass das mit den alten Husen zusammen bleibt, dass die das auch, dass die da Stellen geben und dass die Kinder nicht bloß hier dann plattbroten auch der Husen. Genau. Ja. Ja, besten Dank. Bitte einmal. Sehr gerne. Bitte einmal. Nun sitzen wir an der Besinnestee, wir sitzen in Stuhl von Paul Kölle. Moin Paul. Moin Arno. Wir kennen uns von früher in Wengen. Richtig. Und auch von anderen Sachen, du bist auch der Jäger. Genau. Und wir sitzen nur hierher fahren, gemütlich wie ein Tastet zusammen mit dir. Und haben aber ein Thema, was uns nicht so gemütlich ist. Dieser Weg hat wir eine Beobachtung, was da ein bisschen Unruhe sorgt, ne? Ja, nun, die Wolfsgeschichte, die wird ja immer verdichteter hier. Der ist nicht nur einmal sehen worden, der habe ich nur insgesamt bestimmt als 8 Mal sehen worden. Einmal ich habe ihn selbst live hat für mich, ob Bille, ob Wildkamera mehrere Male. Wenn er das erste Mal fest? Das erste Mal hat im Oktober 2020 fest. Also 2,5 Jahre kann man sagen. Gut weg, 2,5 Jahre ist das noch her. Und dann haben wir dann auch ja die erste Risse hat, die werden dann 21 und 22, die dann auch nachweislich meldet worden sind. Und dann natürlich haben wir den gravierenden Fall, dass ich morgens Heiligdach aurig gut von dem, beziehungsweise wie er nur Licht sind lang, als er die Schrauben noch retten hat, als der Wolf mir direkt für das Auto lopen ist. Also du hast schon auch direkt gesehen. Ich habe ihn live sehen und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben den Wolf sehen und ich wusste auch nicht, dass ich so groß wäre. Und das wäre für mich in dem Moment so erschreckend. Und dann lebe ich natürlich dementsprechend immer wieder für mich auf, wäre noch ein bisschen düsterer. Und dann ist sie dann natürlich in die Siedlung zwischen die Husen verschwunden west. Ja. Und du, ihr seht wie jetzt am Dienstag von diesem Weg hier, bei den Nachmittags, und du
von da auch, was er hier wäre. Und von Mörs haben sie das erste Mal, da habe ich von Mörs gehört, dass ich noch Susanne sehen worden ist. Das zweite Mal wäre dann entschieden, wie ein Bauer, hätte ich 8 sehen, da hätte ich den Schrauben hier lopen. Dann ist sie wieder nach Ludwigsdorf hin. Von Ludwigsdorf ist sie wieder zurückgekommen, da hätte ich ein paar Rehwild abgeschreckt und dann in Richtung Schirumer-Lechmo wieder lopen. Und dann ist sie wieder bei einer Lichtsinn, direkt an Hus vorbei. Und noch ein bisschen Schrauben belangt werden und dann war er wieder nicht gesehen. Ja, also er ist strikt und hält er von Gemein-Ilo. Genau, ganz richtig. Der größte Teil kann man sagen, in Gemein-Ilo bleibt er auch rum, in der ganzen Kontrei. Und auch in Ilo-Holt, Ilo-Wald ist sie dann natürlich auch vertreten und da versucht ihn auch natürlich die Nahrung zu kriegen. So einfach, als man eins geht. Ja. Ne? Ich habe natürlich auch jetzt alle Anrufe gekriegt von Wollen der Kinder, die einen Waldkindergarten haben. Denkst du, das ist eine unmittelbare Gefahr? So kann man das eigentlich nicht besiegen, weil der Wolf, nehme ich nur mal an, dass die, solange ich noch alleinig ist, fängt die so ein Blödsinn nicht an, dass die auf die Menschen da gehen. Aber selbstverständlich ist das, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Eulen Angst haben, wo die Kinder dann in den Waldkindergarten da dann rumspöken sind und auf einmal fängt einer an gehen und dann weiß man auch, hier wohnt ein Hund oder ein Gart. Reagieren, dass die dann mal tot kriegen kann. Ne? Also und das wünsche ich keinem. Nee. Also, wie muss gerade aufpassen? Würde ich sagen, ja. Weil ich habe ehrlich gesagt doch, als er erst anfing mit Wolf, dass das nicht so gar so verbreitend ist. Aber nun mittlerweile kann man sagen, auf der hellen Beobachtung hätte er sich gefasst. Ne? Er hätte sich gefasst. Und man glaubt hier fahren, als wenn das bloß ein ist. Also, ich kann mir das eigentlich nie vorstellen, weil diese ganzen Gebiete, die mit Baum und Küste. Und hier und dann in Richtung Wittmund, dass das all ein ist, das glaube ich nicht. So viel soll die wohl nicht laufen, weil die hier Futter ist. Ja. Nun ist das ja so, wie gesagt, wie als Gemeinwohn ein bisschen dann auch heute mit Waldkinder geworden, sicher, auf jeden Fall. Aber trotzdem, wenn das so ist, dass die so aufbreiten, du hast ja das auch so ein bisschen vor Augen, auch als Jäger, wo die Vermehrung ist. Was denkst du, was muss denn gebeuren? Damit wir da freiholen wieder herwerk. Ja, gute Frage. Wir haben da Profis, die wissen, das sei besser als ich. Also ich wusste, was ich morgen tue. Für Grämen und so was bringt da nichts, da lacht die Erwe. Also wenn man die Zäune und so was bekicken hat von 1,50 Meter oder 1,5 Meter, da springt die Säure weg. Ich würde sagen, das verdauert auf jeden Fall nicht wie und nicht du, sondern die Politiker sind allgemein. Die müssen dann dafür sorgen, dass die Lösung finden, dass wir da nicht mit in Konflikt kommen. Weil die mit ihren Kindern gehören, oder anderen Kindern, oder beziehungsweise Familien, oder anderen Ideen. Ja, weil das ja auch politisch so wohl ist, dass die Wolf herkommt. Ja. Und wenn das Problem gibt, ist das eine politische Aufgabe, dass das regelt wird. Genau, so ist es. Aber wenn ich dich richtig verstehe, muss man im Grunde also in andere Länder, auch in andere EU-Länder, auch dort kommen, dort, wo der Wolf nicht hingehört, dass man auch aufschreiten soll. Ne? Ja, aber die Gegebenheiten sind hier leider nicht dort vor Ort, weil wir hier so besiedelt sind. Also hier ist immer überall, ist immer in Siedlung und kommt auch immer in Siedlung hin. Und dann ist es an für sich programmiert, dass da so was passieren soll. Gut, also heißt das, wie muss an Politik ran? Richtig. Aber wir halten überall, dass die Möbel langsam wollen. Das heißt, wir müssen natürlich Opasen in der Zwischenzeit, da nichts passiert. Und dann schrieb ich auf jeden Fall an uns Landesabgeordneten und hier als jedes Pasen, wie ob was passiert und da man da dokumentieren da, wo wieder so gut bereit hat, der Wolf. Ne? Genau, so mal wieder. Ja. Gut, besten Dank den Leuten für die Taste. Ja. Auch gerade hat die Lua holen und dann will wir sein, wo wir da den Griff kriegen können. Danke. Ja, wir mal. Prost. Prost. Ja, in Frühjahrstid kümmern sich halt Menschen auch um die Natur in uns gemein. Sautedach, Mörden, ist der Umwelttag in Riepe, da fängt um 9 Uhr an. Und da sollten auch immer noch Leute gerne mithelfen. Und auch in anderen Städten in uns gemein sind entsprechende Aktivitäten. Am Sonntag haben wir die Frühjahrsschau in uns gemein. Und dort sind halt Geschäften open, wo man im Hingang kann. Auch hier bei Möbel Frühling in uns Sande. Aber auch in Rieb, Ochtelburen, West-Ehren. Wenn ich Tietheim kommt, da gehen im hin. War es halt interessant, uns Betriebe im Heilbühl zu beiden. Und wo auch immer ihr dann sind, an wegen Jahren, holt ihr blied und gesund.